Max Planck, Teil 2, Werk und Wirkung, die Quantentheorie, Deutschland Genies Forscher Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen. Dieses Kapitel ist der zweite Teil über Max Planck und behandelt, nach der Biografie im ersten Teil, Kapitel 51a, nun sein Werk und dessen Wirkung. Es geht um die theoretische Entwicklung der Quantenphysik. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Am Anfang arbeitete Max Planck über Lösungen und deren Leitfähigkeit. Er entwickelte eine moderne Elektrolyttheorie. Daneben beschäftigte er sich mit theoretischen Fragen der Musik und Intonation, wobei ihm sein absolutes Gehör eine Hilfe war. Ein Hauptarbeitsgebiet von Max Planck wurde die Thermodynamik. Der Heilbronner Arzt Julius Robert Meyer, 1814 bis 1878, hier ein Denkmal in seiner Heimatstadt, hatte um 1842 den ersten Hauptsatz der Thermodynamik entwickelt, auch Energieerhaltungssatz genannt. Ein Vorläufer von ihm war der französische Physiker Nicolas-Sadi Carnot, 1832, die deutschen Physiker Hermann von Helmholtz, 1847 und Rudolf Clausius, 1854, erweiterten den Satz. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik beschreibt die Erhaltung der Energie in einem abgeschlossenen System, Dieses Gesetz zur Erhaltung der Energie besagt, hier im Schema auf der linken Seite dargestellt, die Energie in einem abgeschlossenen System ist konstant. Energie kann nicht neu geschaffen werden und auch nicht vernichtet werden. Energie ist gespeicherte Arbeit. Energie kann von einer Form in eine andere Energieform umgewandelt werden. Hier in der Bildermontage einige Beispiele für die Umwandlung von Energieformen, zum Beispiel von Wärmeenergie in kinetische Energie oder Bewegungsenergie, von mechanischer Energie in elektrische Energie und von chemischer Energie in Wärmeenergie. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik wurde von Rudolf Clausius hier im Bild, einem deutschen Physiker 1822 bis 1888 entwickelt. Er besagt, in welche Richtung Energieumwandlungen möglich sind. Der zweite Hauptsatz wird unterschiedlich formuliert und ist nicht klar bewiesen, sondern axiomatisch durch Beobachtung. Zu den Folgerungen gehört auch, dass die freiwillige, die sogenannte spontane Energie nur von einem wärmeren auf einen kälteren Körper übertragen werden kann, aber nicht von alleine von einem kälteren auf einen wärmeren Körper. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik wurde nun von Max Planck auf alle Vorgänge in der Natur erweitert und lautet, dass die Entropie, also die innere Energie oder bildlich gesprochen die Unordnung, in einem abgeschlossenen System, oder Prozess zunimmt. Das gilt nur für irreversible Vorgänge, nicht für reversible Vorgänge, also zum Beispiel für Mischungsvorgänge wie hier im Video und für Reibungsvorgänge. Das am Ende erreichte Maximum an Entropie entspricht dem Gleichgewichtszustand im System. Max Planck wandte sich ab Mitte der 1890er Jahre den Strahlungsgleichgewichten und der Theorie der Wärmestrahlung zu. Er baute auf Gustav Kirchhoff, siehe Kapitel 35, und dessen Theorie des schwarzen Körpers auf. Zur Erläuterung: Der schwarze Körper ist eine theoretische, idealisierte thermische Strahlungsquelle, die alle eingehende Strahlung jeder Wellenlänge vollständig absorbiert, Reale Körper werfen immer einen Anteil zurück. Gleichzeitig emittiert er selber Wärmestrahlung oder thermische Strahlung, die eine elektromagnetische Strahlung ist. Ihre Intensität
und spektrale Verteilung, also auch die Farbe, wie wir hier sehen, sind nicht von der Beschaffenheit des Körpers und seiner Oberfläche, also auch nicht von seiner Gestalt und Form, sondern nur von seiner Temperatur abhängig. Zur Verdeutlichung. Das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz von 1859 besagt, bei Erhitzung sendet Materie gleich welcher Art eine Strahlung aus, die entweder sichtbar oder unsichtbar ist. Das hängt von der Temperatur ab. Hier im Bild ist ein solches von der Temperatur abhängiges Strahlenspektrum in Farbe zu sehen. Die Wärmestrahlung des schwarzen Körpers ist bei jeder Wellenlänge stärker als die eines jeden realen Körpers gleicher Fläche und Temperatur. Sie wird Schwarzkörperstrahlung oder auch Hohlraumstrahlung genannt. Hier im Bild nur die besondere Form eines schwarzen Strahlers, der als sogenannter Hohlraumstrahler gearbeitet ist, sodass nur noch eine kleine Öffnung übrig bleibt und durch diese kann man die thermische Strahlung messen. Ein schwarzer Körper lässt keine Strahlung durch. Er spiegelt nicht und er streut nichts. Die Dichte der ausgesandten Strahlung ist in allen Richtungen gleich. Ein idealer schwarzer Körper lässt sich nicht verwirklichen, sondern, wie hier im Modell, nur annähern. Eine Oberfläche mit Ruß kommt ihm im sichtbaren Spektralbereich mit einem Absorptionsgrad von 0,96 nahe. Die menschliche Haut nimmt bei normaler Körpertemperatur fast wie ein schwarzer Strahler die gesamte auftreffende langwellige Wärmestrahlung aus der Umgebung auf. Die kosmische Hintergrundstrahlung als sogenannter Nachhall des Urknalls, hier im Wärmebild von einem Satelliten empfangen, ist nahezu eine Schwarzkörperstrahlung. Das Adjektiv schwarz ist übrigens irreführend und bezieht sich auf den gesamten Wellenlängenbereich und nicht nur auf unser sichtbares Licht. Ein schwarzer Strahler bedeutet, dass dieser Gegenstand besonders gut Strahlung absorbiert und emittiert. Er muss nicht zwangsläufig schwarz aussehen. Weiße Farbe, tut das zum Beispiel im Bereich des Infraroten auch. Das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz besagt, dass bei einem Körper im thermischen Gleichgewicht sich die Absorption und die Emission von Strahlung bei vorgegebener Wellenlänge entsprechen. Ein Körper, der gut absorbiert, strahlt auch gut, immer bezogen auf den gleichen Frequenzbereich, hier als Schema im Bild dargestellt. Ein Körper, der schlecht absorbiert, also gut reflektiert, strahlt auch wenig aus in diesem Frequenzbereich. Max Planck bemerkte die Fehler an den Strahlungsgesetzen der Vorläufer und entwickelte ein eigenes, Planck'sches Strahlungsgesetz, das die elektromagnetische Energie der Wärmestrahlung eines schwarzen Körpers in Abhängigkeit von der Frequenz oder auch der Wellenlänge angibt. Seine Berechnungen entsprachen den realen Messdaten auch im niedrigen und hohen Frequenzbereich, wo die Vorläufer fehlerhaft waren. Hier ein Diagramm dazu. Max Planck bemerkte, dass seine Berechnungen und ihre Ergebnisse mit den bisherigen Regeln der klassischen Physik nicht vereinbar sind. Es musste das Postulat eingeführt werden, dass der Energieaustausch zwischen den Oszillatoren, das sind die schwingenden Erzeuger der Strahlung des schwarzen Körpers, und im elektromagnetischen Feld nicht kontinuierlich stattfindet, sondern in Form kleinster, diskreter, das bedeutet bei den Mathematikern zählbarer, also nicht kontinuierlicher Energiepakete, Bröckchen, die später als Quanten bezeichnet wurden. Hier im Schema werden als ein Beispiel die Sprünge von Elektronen zwischen ihren Schalen dargestellt unter Abgabe oder Aufnahme von einzelnen zählbaren Photonen. Der anfängliche, bildhafte Begriff dafür war Quantensprünge. Der Vorgang wird heute als Übergang bezeichnet. Hier noch einmal eine ergänzende Darstellung. Bei dem Wechsel von Elektronen zwischen zwei Schalen mit unterschiedlichem Energieniveau kommt es zur Aufnahme oder Abgabe von Photonen, also von Lichtquanten. Das verursacht charakteristische
Farblinien oder eben Lücken in den Farbspektren, wie wir es bei Gustav Kirchhoff und Josef von Fraunhofer gesehen haben, in den Emissions- oder Absorptionsspektren. Die Farbe hängt ausschließlich von der Frequenz ab. Die wichtige Formel für diesen Energieaustausch ist E gleich H mal F oder V. E gleich H mal F. Groß E ist die Energie in Joule, H ist das neu gefundene Planck'sche Wirkungsquantum in Joule mal Zeit und F oder V ist die Frequenz, also die Vorgänge pro Zeit. Klein h kommt übrigens daher, dass Planck die Konstante zunächst als Hilfsgröße bezeichnete. Das Planck'sche Wirkungsquantum oder die Planck-Konstante, klein h, ist also das Verhältnis von Energie zur Frequenz eines Photons oder eines anderen Energieteilchens nach der Formel h ist gleich e durch f. Die Energie kann daher immer nur ein Vielfaches einer Elementareinheit sein. Die Dimension der Planck-Konstanten, klein h, ist Energie mal Zeit, Joule mal Sekunde, was auch Wirkung oder Drehimpuls genannt wird. Man kann das auch berechnen. Der genaue numerische Wert für klein h in SI-Einheiten ist, h entspricht 6,62607015 mal 10 hoch minus 34 Joule mal Sekunde. Diese Zahl gibt also die kleinste mögliche Energieeinheit in einem quantisierten physikalischen System an. Die Planck-Konstante verknüpft Eigenschaften, die vorher in der klassischen Physik entweder nur Teilchen oder nur Wellen zugeschrieben wurden. Damit ist sie die Basis des Welle-Teilchen-Dualismus der modernen Physik. Das Planck'sche Wirkungsquantum, klein h, ist neben der Gravitationskonstanten, groß g, und der Lichtgeschwindigkeit, klein c, die dritte der fundamentalen Naturkonstanten und gilt für jedes harmonisch schwingende, also sinusförmige System. Das Wirkungsquantum h bildet zusammen mit anderen Größen die sogenannte Planck-Skala. Im Grenzbereich zwischen der neu geschaffenen Quantenphysik des Allerkleinsten und der klassischen Physik. Die Planck-Skala mit 5 Grundgrößen und 16 abgeleiteten physikalischen Einheiten beschreibt die Grenzen der klassischen Physik mit ihren klaren Gesetzen von Ursache und Wirkung, hinter der dann die Welt der Quantenphysik mit berücksichtigt werden muss. Ein interessantes Beispiel ist, dass die Werte für die Planck-Zeit und die Planck-Länge die untersten Grenzen zum Urknall angeben. Über das Geschehen davor und darunter können wir bisher keine sicheren Aussagen machen. Die Vorträge von Max Planck im Jahre 1900 wurden zur Geburtsstunde der Quantenphysik. Auf der Solvay-Konferenz 1911, hier der Olymp der damaligen Wissenschaft, wurden die aufgeworfenen Probleme durch das Planck'sche Strahlungsgesetz ausführlich diskutiert. Max Planck versuchte verzweifelt, seine Quantenphysik mit der klassischen Physik in Übereinstimmung zu bringen, was nicht wirklich gelang. Mitstreiter waren Albert Einstein, siehe Kapitel 17, und die Physiker Erwin Schrödinger, Nobelpreisträger von 1933, und Max von Laue, Nobelpreisträger von 1914. Gegenpole bildeten die Arbeiten von Werner Heisenberg, siehe Kapitel 26, und die Physiker Niels Bohr, Nobelpreisträger von 1922, und Wolfgang Pauli, Nobelpreisträger von 1945. Für die Entwicklung der Grundlagen der Quantentheorie und die Entdeckung des Wirkungsquantums erhielt Max Planck den Nobelpreis für Physik 1918. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel und insbesondere auf das vorausgehende Kapitel 51a mit der Biografie von Max Planck.
Die bunte Mischung aus Allgemeinwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.